Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, im letzten Part haben wir das Gespenst nach Hause gebracht und sind im Fischmaul gelandet. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Und das hier sieht aus wie ein Totenkopf. Aber was hat das auf sich? Sand, da würde ich mal sagen, da werde ich mal graben. Nein. Warum sind die hier anders gefärbt als die anderen? Warum sind diese vier außen da blau? Türkis, keine Ahnung, ich bin Mann, ich kann keine Farben. Ja. Ich grabe jetzt einfach mal wie so ein Idiot rumherum. Und damit es was zur Unterhaltung gibt, kann ich sagen, ja, mein Urlaub ist morgen vorbei, ich muss zwar nicht zur Arbeit, ich muss morgen zur Berufsschule, aber, ja. So, und die Dinger sind wieder da. Gut, dann gehen wir mal zurück, denn ich hab Bock, den Schlüssel einzusetzen. So, der Rückweg ist wesentlich leichter. So, und der kleine elektrische Pisser ist wieder da. So, gehen wir mal hier rein. Komm, komm her. Gib mal die Herzen. Ich will nämlich gerne ein bisschen. Ich will nämlich gerne geheilt. So. Ich hasse diese Gegner. Nein, nicht wirklich. Es gibt viel nervigere, aber da gehen wir noch nicht hin. Und er ist tot. Wir gehen doch hier hin. So, wir müssen wieder alle Gegner besiegen. So. Ah, ich verstehe. Ich glaube, es gibt vier Zwischenbosse in diesem Dungeon und das ist der erste Fall. Der hat ja hier nur einen blauen Punkt und die anderen haben ein paar mehr. Ah. Irgendwas müssen wir hier heben. Stand da zumindest gerade. Hallo? Wie funktioniert er? Muss ich einfach nur auf ihn einschlagen, sodass er zerfällt? Das ist ein Lama-Boss. Aber er trifft mich trotzdem. Hallo? Ganz ehrlich, wie funktioniert er? Lahm? Ich probier mal den gleich zu vergraben. Zu bepulvern? Nein. Hallo? Wie funktioniert er? Aufklärung, hallo?
Hallo? Zwischenboss? Komisch. Ganz ehrlich, ich check den Boss nicht. Wäre ich doch mal woanders hingegangen. Und ich bin gleich tot und ja, es wäre dann Verschwendung am Balsam, weil ich dann wiederbelebt werden würde. Also. Ich glaube, er muss hierauf eine Stampfattacke machen, kann das sein? Hallo, darf ich raus? Nein. Ja gut, dann lassen wir uns treffen. Balsam verschwendet. Nee, das bringt auch nichts. Ich bin mittlerweile sehr verzweifelt bei diesem. Hallo? Ich hab eine Idee. So. Vielleicht so? Ja, komm, treff mich. Da bin ich halt tot. So. Und ich werde mir jetzt, wie peinlich es auch ist, ich werde mir jetzt auf YouTube angucken, wie man den Wichser macht. Ja. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt übrigens, ja, wie peinlich es auch war, ich habe wieder bei Baso Kaso, Entschuldigung nochmal, falls ich den Namen falsch ausspreche, geguckt, wie man den macht. Und mit den Bomben hatte ich schon nicht ganz unrecht. So, seht ihr? Problem, wir haben nicht mehr so viele Bomben. Und? So. Also ich hoffe, es bleibt bei dreimal, weil wenn man ihn fünfmal treffen muss, dann sind wir eindeutig am Arsch. Und geschafft. Und ja, geschafft, würde ich sagen. Oh, Schleim. Schleim, 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 Schleim. Oh, hier gibt's Bomben. Sehr gut. Na, das Teil der Macht brauchen wir nicht. Der Stahlfoss. Stahlfoss, Stahlfossmeister. Ja, unsympathischer Typ.
So, dann gehen wir mal. Dann muss ich aufstoßen. Und so, hier ist jetzt auf jeden Fall frei. Und dann sollte ich sagen, gehen wir da mal rein. Ah, er ist schon wieder. Ja, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich penetrant bin. So. Würde ich sagen, machen wir den jetzt mal hier ganz schnell fertig. Uns darf kein Fehler passieren, wir haben sehr wenig Bomben. Oh. Ich finde, das hat gezählt, der Treffer. Ich finde, es hätte zählen sollen, ganz ehrlich. So. Und stirb, stirb, stirb! Ja. Sehr gut. 1A. Natürlich kommt er wieder. Mir wurde versprochen, ne? Bomben und so. Erinnere dich, Versprechensbrecher. Ja. Und an der Stelle würde ich dir mal sagen, so, das war's dann auch erstmal von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!